Eine natürliche Beleuchtungsquelle auch noch dazu. So. Heilung ist besser als hier, oder? Ja, um Längen. Die ist doch um Längen besser. Wofür haben wir denn den Schund da vorher gekauft? Das kann nur ich wissen. Scheiße, 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 scheiße. Alter! Okay, das hat uns kaum Schaden gemacht, aber das war sehr imposant. Da laufe ich nicht mehr lang. Aber ich muss da lang, scheiße. Ich dachte, man könnte da außen rum. Dann mache ich diesen. Nein, nicht. Nein. Richard, rennen. Ich bin heiß, heiß. Sogar meine Innenfläche der Hand leuchtet rechts. Achtet drauf, so heiß bin ich. Okay. Hier liegen so viele Leichen, dass ich schon fast meine, wir könnten einen in den nächsten sein. Aber ein Draugare sind wir nicht. Oh, da ist ein Draugare. Ja, ein Draugare. Ja, komm doch ran. Na komm. Komm schon. Ja. Warum habe ich das Gefühl, der wird jetzt gleich da vorne vor uns stehen? Naja, mal gucken. Ja, weil ich mir dachte, er wird gleich bei uns vorne stehen. Ah, mein Instinkt hat mir ja schon verraten. Kerzen? Oh. Okay. Da ist er ja schneller zu Boden gegangen, als ich gedacht habe. Oh, ein bisschen Knochen, mir kann ja nicht schaden. Lässt die Blümchen spießen. Zumindest bei Minecraft. Hier nicht. Glaube ich. Bin mir da nicht so sicher. Okay. Scheint aber auch der einzige Draugare gewesen zu sein. Hoffe ich mal. Vorerst. Och, nö. Nö. Ich habe jetzt gar keinen Bock drauf. Alter, die mit Zauber sind voll strange. Strange. Aber vielleicht können wir den ja umgehen. Aber wir durchwühlen erstmal hier die prachtvollen... Oh, hübsches Schwert. Das ist ein Zwergen. Zwei Händler. Sehr schön. Muss man nehmen. So, dann noch ein bisschen Gold in Eisen. Können sie behalten. Können sie behalten. So, nehmen wir hier noch den Zaubertrank der kleinen Heilung und dann liegt hier auch noch so ein Ding rum. Und ja, und so weiter und so fort. Erstmal wärmen. Wobei ich gar nicht weiß, ob es hier kalt ist. Zumindest weiß ich, dass hier irgendwas klappert. Ja, ne. Mit der Turmkrug. So. Hier ist nichts. Hier. Was? Wo? Wiss? Wo? Alter, ist der unsichtbar oder was? Alter, warum sehe ich den nicht? Der soll doch vor mir sein. Oder hat er von oben runter gespült? Alter, der ist doch unsichtbar. Nee, da ist Eis, da habe ich den noch nicht gesehen. Ah, ist nicht unsichtbar. Ja, schön. Versuch's mal hier durch. Frostbeule, Mr. Frosty. Alter. Komm, nochmal. Komm, schlag. Erstmal heilen. Immer diese blöden, ruhelosen Dinger. So, 8 Gold. Schade, dass man von denen nicht die Fähigkeiten klauen kann. Auch eine Art der Wanddekoration. Oh, spüren wir heute mal ein bisschen Schnee an die Wand. Oder ein bisschen Eis. Lassen die Wand mal ein bisschen gefrieren, sieht hübsch aus. Grillter Lauch. Violette Bergblume. Grilltern auch. Brot, 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 Brot. Was haben wir da drin? Jaspeitrauben. Aha. Jaspeitrauben sind auch die leckersten Trauben.
keine Ahnung, was eine Jaspetraube ist, aber das könnte was Tolles sein, weil das sah selten aus. Okay, hier haben wir nichts. Das erlaubt mir mal eben ein. Whoopie! Hey, das Ding hat meine Optik gestört. So, jetzt muss ich mich nur noch. Ach, der ist bestimmt hier runtergekommen. Ja. Ganz schön verschnörkelt der Weg. Was hier rum? Aber wir haben jetzt auch locker mit einem Eisauger aufgenommen. Dank der Heilung. Der richtigen Heilung, nicht dieses schäbige Ding, was uns da der Fahringer verkauft hat, der Arsch. Der Arsch. Okay, hier können wir irgendwas entflammen. Keine Fallen. Und schaut sich dann mal auf. Aha. Gut. Hier ist der eine Hebel und der andere ist wahrscheinlich irgendwo vom Rennen. Das geht bestimmt jetzt auf, das Grab. Hab ich doch gesagt, du alter Spacken! Hey! Hat mich auch gar nicht erschrocken. Jetzt aber rein. Oh. Ich hab gesagt, du auch. Schnauze! So, hättest direkt liegen bleiben können. Wäre viel bequemer gewesen, aber nein. Wir sind heute nicht bequem. Nein, wir werden plötzlich aktiv. Betreiben Sport. Steigen aus unseren Gräbern. Tun mal was für unsere Gesundheit. Insofern man das überhaupt sagen kann. Na komm, das Ding geht jetzt bestimmt auch auf. Öffne dich. Nee? Okay, dann nicht. Dann halt nicht. Wobei das eine Gitter. Ups. So. Ja. Es hat sich da hinten geöffnet. Ich habe das Gefühl. Ha! Ich wusste es doch. So, wir haben ein formantes Buch. Naja. Winziger Seelenstein. Zaubertrank der Gewandtheit. Ja, Gewandtheit ist immer was Schönes. Wir haben ein Stahldolch. Den nehmen wir auch mal mit. Arcana Verzauberer. Auch sehr schön. Und eine Truhe, in der 23 Gold sind. Makelloser Granitstein und ein Zaubertrank der Klinge Ringen Magica bzw. Heilung. So, was können wir denn hier alles machen? Ah, ich tue. Wieso, als würde ich das wissen? So, Gegenstand verzaubern. Zauber wählen, Gegenstand zum Zerstören aus, dessen Zauberverzauberung zu erlernen. Oder kombiniere einen Gegenstand, eine Verzauberung in einen Seelenstein, um einen magischen Gegenstand herzustellen. Aha. Heißt so viel wie, wir könnten hier jetzt Gegenstände verzaubern. Aha, gut. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten, aber schädigtes Buch. Nee, das machen wir hier. So. Naja, wenigstens haben wir ein bisschen was mitnehmen können. Ob uns das jetzt was nützt, weiß ich noch nicht, aber zumindest hatte hier noch 7 Gold und ein bisschen Knochenmehl. Das wird uns auf jeden Fall nützen. Ich könnte genauso gut die Waffen mitnehmen, nur ich. Bei Skyrim und schon mal Oblivion, ich kann nie genug tragen. Am liebsten würde ich alles mitnehmen. Das ist aber bei Rollenspielen generell so. Ich sammle am besten alles und verkaufe alles, was ich nicht mehr brauchen kann. Okay, wieder 2 Wege. Ah, Trollschädel. Machen Sie mal A. Komm. So. Jetzt sind wir bestimmt hier. Ja. Jetzt dürfen wir nur nicht runterfallen. Und wenn wir das machen, sollten wir vorher wenigstens einmal gespeichert haben. Und warum immer nur Midas? Midas? Oder Midas? Ich kann Nordisch nicht so. Die sprechen ja so ein bisschen anders. So ein bisschen, fremd. So alienmäßig so. So. Komm. Oh. Bogenschütze. Bogenschütze. Ich fürchte, dass wir da gar nicht hinkommen. Ich weiß gar nicht, gerade wo man hat. Utsch! Scheiße. Fuck. Du Skelettarsch! Skelettarsch! Arsch! Alter Knochen, du altes, stupides, Halsumkonstrukt.
Ja, das war ganz böse. Skelette fühlen sich dann immer ziemlich angepisst. So. Armseliger Dingens hier, Stein. Ein paar Pfeile und Bogen. So, Knochenmehl, Eisenschild und altes Mordschwert. Nee. Scheiße. Alter, der brennt. Der ist gerade voll sauer. Ich hab doch gesagt, die Typen sind voll angepisst, wenn man die alte Knochen Calciumbrüste nimmt. Okay, das ist. Der ist in eine Falle gelaufen. Ich geb's halt zum. Unser Schlag auf. So, weitere Pfeile und ein bisschen Knochenmehl. Oh, was ist denn hier? Ein geheimer Gang. Ah, gar nichts. Sehr schön. Okay, hier ist, glaube ich, ein wichtiger Gang. Das sehe ich am Draugaren. Das liegt nicht am Feuer, das liegt eher am Draugaren. Ich würde gerne wieder da oben rauf wollen, aber ich glaube, da kommt man so gar nicht mehr rauf. Nee. Och, wo kommst du denn her? Hallo! Ja, komm! Du brauchst das Armee gegen Kalziummangel. Kalziummangel in Crushed our Bones. Into pieces. Und hier scheint irgendein König geherrscht zu haben. König des Zaubertrank des Triggers. Hier wahrscheinlich so ein König oder so. Und der hörst du dann über sein Königreich. Oder so, ich weiß es nicht. Ist so eine Theorie nur von. Es kann natürlich genauso gut was komplett anderes sein. Wie zum Beispiel der Weg nach unten. Müssen wir jetzt nach unten oder nach oben? Ich weiß das gerade gar nicht. Auf jeden Fall sollte das hier sein, weil wir keine Türsymbol mehr haben. Ja, gut, jetzt kann man das auch mal einstecken. Komm, rein. War das jetzt Rennen? Ah ja, war Rennen. Meine Nase geht schon wieder zu. Ich mag das nicht. Ich verstehe das nicht. Das ist mir... War schon wieder so ein Schrei mich an, Tempel. Aber zuvor, bevor wir hier angeschrien werden oder angesogt, gesoget, gucken wir uns immer den Draugaren hier an. Der hat natürlich 6 Gold und ein bisschen Knochenmehl. Ein Schälchen Knochenmehl, wär schön. Das wollen wir alle doch mal haben. Wofür ich hier unten ist nichts, oder? Ne, wir können gar nicht rauf. Ist hier hinter dem Wasserfall was? Hallo, Wasserfall? Hinter dir? Oh, was ist denn hier? Hallo, ich habe mich schon mit über dich gefreut. Komm. Na komm, das war doch nicht alles. Ihr habt mehr zu bieten. Wie zum Beispiel ein Eisenschwert, was wir gerade auch schon in der Hand haben. So. 8 Gold. Naja, immerhin. Und eine Truhe, in der was sich befindet? 14 Gold. Huch. Das sieht hier auch gerade sehr schön aus für die Konsolenversion, muss ich sagen. Naja, so, und raus hier aus dem Wasser, denn das ist mir zu... Oh. Scheiße, wir werden schon wieder angesaugt von dem einen Wort da. Guckt euch das an, das will uns saugen. Oh nein, ich muss lesen, es leuchtet so schön. Wort der Macht gelernt. Dahin schwinden ätherische Gestalt. Okay. Das will ich mal wissen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ätherische Gestalt. Kann ich jetzt irgendwie nichts mit anfangen? Und mir fällt gerade ein, wir hätten ja oben auch unsere Schreifähigkeit benennen können. Naja. Da gehen wir aber auch mal in Kräfte. So. Stimme des Kaisers, Schreie. So. Ätherische Fähigkeit. Der Tu'um greift in die Leere selbst und verändert deine Form. Du kannst weder verletzt noch jemanden verletzen. Aufladen 20. Dahin schwinden. Sammel Drachenseelen und dazu erlernbar. Toll. Naja. Und da war es denn. Warum laufen wir eigentlich gerade so langsam? So. Und hier ist noch eine Kiste. Juhu, eine Truhe, eine Truhe. Was ist denn da drin? Eine Truhe, eine Truhe. Ein bisschen Gold und ein kleiner Seelenstein. Das ist fein.
Trank des Berserkers zaubert der Heilung und dann sind wir auch schon hier. Das war schon alles. Wie kommen wir denn jetzt wieder mal da hoch? Keine Ahnung.